Ja, jetzt erst einmal Gratulation an unseren Gegner. Sie haben heute ein sehr starkes Spiel gemacht von der ersten Minute an. Über weite Strecken, über die meisten Strecken des Spiels waren Sie die bessere Mannschaft und somit auch der verdiente Sieger an dem heutigen Abend. Um hier gewinnen zu können, braucht es unser bestes Spiel. Ich denke, wir waren zu undiszipliniert über die 60 Minuten gesehen, haben zu viele Strafen genommen. Natürlich auch resultierend aus dem, weil unser Gegner uns sehr viel unter Druck gesetzt hat und Somit ist es nicht dazu gekommen, dass wir unser Spiel zur Gänze haben umsetzen können. Nichtsdestotrotz hatten wir jetzt einen guten Stretch, aber heute hat es definitiv nicht gereicht. Was hat die Mannschaft trotz der Niederlage gut gemacht? Ja, wir haben natürlich nicht aufgegeben und wir haben gekämpft bis zum Ende. Aber es waren diese paar Prozent, die uns definitiv heute gefehlt haben. Man hat das gesehen in den Zweikämpfen, man hat das gesehen im Compete-Level, wo wir definitiv auch besser sein können. Aber wie nochmal, ich wiederhole mich hier, um hier gewinnen zu können, brauchen wir unser bestes Spiel. Für das haben wir zu viele Strafen genommen und waren sicher nicht auf dem Compete-Level, das es benötigt, um hier gewinnen zu können.